Ich grüße dich, servus, der Helmut ist hier, live aus Pattaya, nicht ganz, aber zumindest aus dem tropischen Pattaya oder aus Pattaya, aus dem tropischen Thailand. Ich schwitze hier, es ist super heiß, weil ich gerade auf der Flucht bin, war. Da, wo ich in der vorherigen Location da hinten, da gab es Milliarden und Abermilliarden von, wir in Österreich sagen Gelsen, von Moskitos. Mücken sagt man in Deutschland. Also ich glaube, die hätten mal innerhalb von 10 Minuten mein Blut da hinten ausgesaugt. Deswegen hier neue Location. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei dem Video mit dem Thema thailändische Kultur erklärt für Pattaya-Urlauber. Und zwar geht es darum, dass man am Ende vom Video versteht, ein Phänomen versteht, dass es sehr oft gibt hier in Thailand, dass Deutsche eine Beziehung zu einer Thailänderin haben oder auch verheiratet sind, zum Teil auch hier leben in Thailand und trotzdem, dass die hier leben, verheiratet sind, nie wirklich Teil der Familie oder als Teil der Familie auf Augenhöhe akzeptiert werden. Und das hat einen kulturellen Hintergrund und auf den werde ich gleich eingehen. Aber bevor ich auf das eingehe, muss ich einen Disclaimer machen. Und zwar, dieses Video ist eine Persiflage oder Comedy, wie man das auch immer sagen möchte, ein Bezug zu tatsächlich existierenden Personen, Kulturen, Ländern, Staaten, wie auch immer, ist eben rein zufällig und hat nichts mit der Realität und Wirklichkeit zu tun. Nur, damit sich niemand irgendwie vielleicht auf den Schlips getreten fühlen könnte. Gut, also um zu verstehen, warum man hier wirklich das so schwer ist, dass so viele Ausländer, also es gibt manche, die wirklich integriert sind, aber ich würde echt sagen, sehr, sehr viele, die werden niemals wirklich auf Augenhöhe oder wirklich als Teil der Familie eben angenommen. Und der Grund liegt im kulturellen Bereich. Und um das zu verstehen, muss man wirklich einmal zuerst einmal Kultur verstehen. Wir checken die Kultur nicht und das Video wird da Einsicht geben, was ich damit meine. Und zwar, es gibt, oder sagen wir so, unser Gehirn ist noch immer genetisch über, oder nicht noch immer, unser Gehirn ist genetisch überhaupt nicht von unseren Trieben und Instinkten ausgerichtet auf unsere heutige Kultur. Denn Kultur steht sehr, sehr oft im Extremen Widerspruch zu unseren natürlichen Trieben und Instinkten und Bedürfnissen. Unsere primärsten Instinkte und Triebe sind Überleben und Fortpflanzung. Wobei ich nicht weiß, was davon das erste ist, aber das sind eigentlich die primitivsten Instinkte, die quasi jedes Lebewesen hat. Nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen. Das ist wirklich Überleben, das eine, und sich fortzupflanzen. Und das ist in unserer Genetik drinnen. Das ist in uns genetisch reinprogrammiert. Weiters ist auch, oder vieles auch noch, was in uns reinprogrammiert ist, ist nicht, wie wir heute leben. Das ist alles, was wir erlernt haben, kulturell sozusagen. Unser Hirn ist genetisch noch immer nicht im Jahr 2020 angekommen, sondern im Jahr 20.000, nicht 2000, sondern 20.000 vor Christus. Denn damit sich genetisch was verändert, das dauert nicht ein paar Generationen, sondern wirklich viele, viele, viele Generationen. Und so sind wir eigentlich noch immer von unseren Instinkten sehr stark darauf programmiert, dass wir eigentlich in Gruppen leben würden mit 100 oder 150 Leuten, wie man halt so vor 20.000 Jahren gelebt hat. Und die Gruppe hat das Überleben gesichert und auch die Fortpflanzung gesichert. Und das war für uns das Wichtigste, oder nicht für uns, aber für unsere Vorfahren das Wichtigste, sonst würde es uns nicht geben. Die Gruppe war das Wichtigste. Was der Gruppenführer gesagt hat, das war Gesetz und an das wurde sich gehalten. Ansonsten würde es uns nicht geben, oder die, bei denen das nicht so war, die haben dann eh nicht überlebt, von denen der Gruppenzusammenhalt nicht so war. Also, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Es war auch überschaubar mit 100, 150 Leuten, da hat noch jeder irgendwie jeden gekannt. Nicht wie das eigentlich heute, 2020, in Deutschland ist, völlig denaturiert,
da gibt es keine Gruppe mehr, sondern es ist ja fast ausschließlich eine reine Massenmenschenhaltung, völlig denaturiert, eine völlig, also überhaupt keine artgerechte Menschenhaltung mehr. Und deswegen sind wir, so wie wir sind, wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ich sag's jetzt einmal so. Also während bei uns in Europa unsere Instinkte eigentlich abtrainiert werden müssen, damit eben Mama Merkel 80 Millionen Menschen dirigieren kann sozusagen, ist das in Thailand noch weitgehend, sagen oder zum Teil weitgehend, wie gesagt, ich berufe mich auf die Persiflage, natürlich kann man es nicht eins zu eins übertragen, aber es ist eine ideelle Vorstellung, nicht eine Vorstellung, es ist tatsächlich noch viel von dem vorhanden, wie eigentlich wir gentechnisch programmiert sind, dass wir in Gruppen leben und dass die Gruppe sich selber versorgt. In Thailand halt sehr, sehr viel mit der Familie, natürlich mit anderen Einflüssen, aber einfach jetzt als Modell, als ideologisches Modell, das tatsächlich Bezug zur Realität hat. Du weißt schon. So. Und in Thailand versorgt sich eben die Familie selber. Die Familie ist jetzt dann nicht 100, 150, ja doch, die sind ja auch zum Teil 100, 150 Leute, aber natürlich, es ist nicht mehr der Treib da, aber die Familie versorgt sich selber. Alte Leute, Leute, die sich selber nicht versorgen können, werden von der Familie versorgt. Ansonsten wird es hier Tote über Tote geben in Thailand, weil sich sonst niemand drum kümmern würde. Anders als in Deutschland, wo sich der Staat sozusagen um quasi alles kümmert, kümmert sich in Thailand die Bevölkerung, die Menschen quasi um sich selber. Die Altersversorgung, die Gesundheitsversorgung, der Einzelne kann das nicht. Natürlich gibt es ja Versicherung gibt es ja in Gruppen, im Treibleben sozusagen nicht. Da ist sozusagen die Gruppe die Versicherung für den Einzelnen. Und die Gruppe steht ja auch immer sehr, sehr stark für einen Einzelnen ein. Also normalerweise vor 20.000 Jahren, wenn einem in der Gruppe was passiert ist, umsonst kommt ja das ja nicht mit alle für einen für alle. Das ist ja, weil es in uns veranlagt ist. Einen ist, wurde etwas angetan von der Nachbargruppe, dann gab es Krieg. Da war nicht so, ja, ist uns wurscht. Nein, der war Teil dieser Gruppe von den 100 Leuten und der wurde verteidigt wie das eigene Leben eigentlich, weil es auch Angriff auf den Einzelnen, auch immer Angriff auf die Gruppe war. Heute ist das nicht mehr bei den Staaten, sagen wir so, ich rede nicht von Thailand, bei den Staaten, wenn einem Deutschen von irgendeinem anderen Land, aus der Gruppe eines anderen Landes was angetan wird, da gibt es jetzt nicht Krieg gegen Spanien, weil ein Spanier vielleicht einen Deutschen irgendwie erschossen hat oder so irgendwie. Aber früher einmal war das und das ist ja normal in uns eigentlich so drinnen. So, und in Thailand, also ist das halt sehr stark so, dass halt die arbeitsfähig sind, die Versorgereigenschaften haben, die Leute versorgen, die sich eben nimmer selber versorgen können. Man kann das sehen, wie man will, aber so funktioniert halt Thailand. Nicht der Staat kümmert sich um die Leute, sondern die Leute kümmern sich um sich selber. Und in Deutschland ist es absolut umgekehrt eigentlich. Die Leute dürfen sich gar nicht mehr um sich selber kümmern, sondern der Staat kümmert sich um die Leute. Der Staat kümmert sich sozusagen de facto um alles. Von der Geburt an, du hast ja keine Entscheidungsgewalt. Geboren, gechippt, gechippt wird man glaube ich noch nicht, aber kommt noch. Da zur Schule gehen, das, Impfung, bam, bam, da ist weitgehend keine eigene Entscheidung eigentlich mehr irgendwie möglich. Du musst in das und dir wird das und das gelernt und so hat deine Welt sich zu sein. Darauf sind alle Schulen ausgerichtet, um eine Gleichrichtung irgendwie zu bringen. Und der Staat kümmert sich sozusagen quasi um alles. Der Staat ist verantwortlich für Arbeitsplätze oder Einkommensplätze, für die Gesundheit, für die Altersversorgung, ja, für Arbeitslose, für Drogenabhängige, für die Umwelt, dass die Umwelt sauber ist, egal was, es ist immer der Staat verantwortlich sozusagen. Oder zumindest wird einem das so eingeimpft. Wenn du einen Führerschein hast, darfst du Auto fahren. Du bekommst Rechte und Pflichten,
aufgrund von irgendwelchen realitätsfremden Gesetzen, Statuten, Geldleistungen oder was auch immer. Und niemals, ich habe das Gefühl, vielleicht übertreibe, aber ist ja Persiflage, niemals aufgrund von Kompetenzen oder Fähigkeiten. Also Rechte und Pflichten und Positionen werden nicht vergeben aufgrund von Kompetenzen. Als ich zum Beispiel, als Österreicher, als ich zum Militär musste, meine Wehrpflicht ableisten musste, da war der Verteidigungsminister, also der Chef sozusagen vom Militär, war ein sogenannter Vaterlandskrüppel. Also ein Krüppel, der unfähig war, überhaupt den niedrigsten Dienst im Militär zu verrichten, wurde zum Chef gemacht. Also so werden Positionen vergeben. Nicht, weil der kompetent ist oder irgendwas. Na, zack. Ich rede jetzt von Österreich, Deutschland, nehme ich an, ist nicht viel anders. In der Persiflage darf man sagen, eine fette Sau, der seinen Fuß keine 20 cm vom Boden hochheben kann, wird Sport- und Unterrichtsminister. Eine fette Sau, der raucht, wird Gesundheitsminister. Und. Also weit weg, ein Zuckerbäcker wird, keine Ahnung, Straßenbauminister, irgendwas. Also das läuft ab. So was würde es in der Natur nie geben. Also stell dir mal vor, im Treib, vor 20.000 Jahren, da hätte der Treibführer gesagt, der Chef von den Jägern, das wird der, der zum Jagen komplett zu blöd ist, der jedes Wild vom Weiten schon verscheucht, den mache ich jetzt zum Jagdchef. Das geht nicht darum, dass das einen Aufstand gegeben hätte in dem Treib. Wenn es den nicht gegeben hat, dann ist diese Gruppe ausgestorben, weil die sich nicht versorgen konnte, weil die einfach Leute, inkompetente Leute, an die falschen Plätze gebracht haben. In der Natur wurde jeder, oder in diesem Bereich, war jeder aufgrund seiner Kompetenz irgendwo wertvoll. Du hast mit 100 Leuten gelebt und der eine hat halt gutes Schuhwerk gemacht, der andere war gut im Jagen, der nächste hat halt gut irgendwie Unterkünfte, Häuser hat man damals ja noch nicht so gebaut, aber halt irgendwie die Unterkunft gebaut, der andere war gut, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hochzusteigen und Honig von den Wildbienen zu holen oder was auch immer. Und so hatte jeder irgendwie seinen Wert oder war aufgrund seiner Kompetenz, hat er irgendwie eine Position in der Gruppe gehabt. Nicht wie das heute ist, so wie ich gesagt habe. Also es ist völlig denaturiert und die Menschenhaltung ist komplett nicht artgerecht, diese Massenmenschenhaltung. Und daher, wie ich schon gesagt habe, sind wir ja eben so, wie wir sind. Dieses Phänomen ist aber nur möglich, weil wir wie pavlovsche Hunde quasi vom Staat trainiert werden. Es gehört ja jeder Neugeborene sozusagen dem Staat. Der wird ja der Familie entrissen. Und der Staat bestimmt eben, wie ich schon gesagt habe, über alles. Jetzt hier wird geimpft, gechippt, ab dann geht es in die Schule. In Antreib früher, da war nicht der, geht es in die Schule. Der hat die Fähigkeit, da wurde denen seine Fähigkeit entwickelt und seine Kompetenz gesteigert. Und nicht so, na jetzt haben wir da mal prinzipiell Gleichrichtung anbieten von irgendeinem Präsidenten oder von einem Kanzler oder Kanzlerin, von einer Mama Merkel, das ist unsere, was die sagt, das muss gemacht werden. Das gab es damals nicht. Da war alles aufgrund von Kompetenzen quasi verteilt und die Leute hatten eine eigene Entscheidung drüber. Heute in Deutschland, also du kriegst ein Kind und dann wird das trainiert. Es wird jeder Instinkt quasi, oder nicht jeder, aber fast jeder Instinkt, jedes Bedürfnis, jeder Trieb abtrainiert. Da hat schon früher die katholische Kirche mit, also das ist ja jetzt eine Entwicklung über schon einige Jahre, das wird abtrainiert. Und das ist mittlerweile so weit, dass heute in Deutschland, genauso wie in Österreich, also ich traue mich hier für Deutschland reden, das Besitzen eines Gehirns zwar erlaubt ist, deren Benutzung ist aber strengstens und bei Strafe verboten, soweit ich das mitkriege. Ich bin ja zeitlang jetzt hier in Thailand, aber so die Birkenbichl war so die letzte, die vielleicht noch dafür gekämpft hat, vom Gehirnbesitzer zum Benutzer. Mittlerweile ist es strengstens per Gesetz verboten, eigenständig zu denken und sein Gehirn zu benutzen.
Und das meine ich ja, als Persiflage, genauso wie ich es gesagt habe. Daher kommen auch diese ganzen Phänomene wie Einsamkeit oder dieses Denunziantentum. Weil es kein Liebe mehr gibt, die Leute werden der Familie entrissen, es Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, zack, zack, zack. Es gibt keine Liebe mehr. Daher gibt es dieses Phänomen der Einsamkeit, weil man sich nirgends zugehörig fühlt, außer zu einem Staat, zu Mama Merkel. Und dann denunziert man natürlich auf Teufel komm raus, weil es ist ja noch immer instinktiv vorhanden. Man kann ja die nur unterdrücken, die Instinkte und Triebe, nicht auslöschen oder umprogrammieren, weil sie in unsere Gene geschrieben sind. Das ist so wie Atmen. Es kann da niemand abtrainieren, die Lust zu atmen eigentlich oder so, ne? Weil das einfach genetisch da ist, dieser Drang zu atmen. Genauso ist der Drang nach Lob und Anerkennung da. Und weil es das in der Familie nicht gibt und jeder glaubt, oh, die Mama ist die Merkel, dann denken die so, ja, wenn die jetzt an 10 Autofahrer denunziert haben, die, wo überholt man in Deutschland nochmal links, die rechts überholt haben, dann kommt vielleicht die Mama Merkel und klopft mir auf die Schulter und sagt, das ist aber brav gemacht, Karl-Heinz. Das ist aber ein toller Bürger, ne? Oder, keine Ahnung, wenn einer vielleicht hustet, dass man den denunziert und sagt, ey, die da drüben, die haben alle, die sind mit einem Killer-Virus infiziert oder wie auch immer. Und das ist also ein Phänomen. Dieses Phänomen gibt es hier in Thailand so gut wie nicht. Warum? Eben, wie gesagt, die Einsamkeit weniger, weil es halt die Familie gibt, weil die sich drum kümmern, weil die noch miteinander reden. Und denunziert wird auch nicht, weil halt die Familie, wie gesagt, sich um sich selber sorgt. Wie gesagt, vergiss nicht den Titel des Videos, es geht darum, warum du nie integriert wirst. Und dazu gehört die Kultur zu verstehen. Jetzt haben wir die deutsche Kultur und die thailändische hier eben, die kümmern sich um sich selber. Und ein Punkt, warum, was anders ist als der Kultur, an der Kultur, warum die nicht denunzieren. Und das hat sehr viel mit Integration zu tun. Der Thailänder denunziert nicht. Warum? Weil, bei wem? Beim Staat? Beim Polizisten, der Feind ist? Der Polizist ist jemand, der dir Kohle abknüpft. Das hat der Thailänder, also das ist ja auch eine ganz normale Sache. Der Polizist ist ein Feind. Weil in Thailand ja das genauso mit dem Staat mittlerweile ist. Ne? Es ist ja, wie gesagt, ideal. Eine Modellvorstellung. Wieso, wenn jetzt an der sieht, ein Nachbar, der schneidet einen Baum um, der steht unter Naturschutz. Da denkt sich der Thailänder, ja, super. Wieso soll ich den bei der Polizei anzeigen? Für wen? Was? Kommt dann ein Prinz und klopft mal, oder eine Prinzessin klopft mir auf die Schulter und sagt, du bist toll und gib meiner Familie zu essen? Na, nix. Gar nichts. Der Nachbar oder die Nachbarfamilie würde Strafe kriegen. Wenn es rauskommt, wer ihn denunziert hat, ist scheiße. Dann gibt es Krieg. So, also denkt er sich, wenn der an den Baum fällt, dann geht es dem besser. Wenn es mir vielleicht einmal schlecht geht, oder wenn es einem Thailänder schlecht geht, dann hilft dem eher noch der Nachbar als der Staat. Weil wie gesagt, in Thailand kümmert sich die Bevölkerung um sich selber. So, wieso soll das Volk sich selber denunzieren gegen den Staat? In Deutschland denkt jeder, der Staat gibt mir was, ne? Weil der ja sich um die Rente und um alles kümmert. Aber de facto knüpft dir der Staat 4-mal mehr ab, der knüpft dir 4 ab und gibt da 1 zurück. Und sagt dann, wie groß, und der Pavlovsche, wie ein Pavlovscher Hund trainiert, der Deutsche, der Österreicher, der sagt dann, danke Herrchen, danke, ich krieg eines. Im Hirn fehlt es, dass er eigentlich 4 gegeben hat, um eines zu kriegen. Nur zudem, weil viele sagen oft, die Thailänder sind dumm. Denken wir mal über unsere eigene Kultur nach, wo wir leben. Wir wählen eine Regierung, die uns 4 abknüpft und uns eines gibt und wir sagen, wow, die kümmert sich um uns. Wie toll. Da finde ich das eigentlich noch natürlicher, dass das Volk sagt, ich denunziere keinen, weil der Staat, der nimmt mir nur, der gibt mir nichts. Der nimmt mir nur, der gibt mir nichts. Also soll der den Baum schlägern, was interessiert mich das? Es geht der Nachbarfamilie besser. Wenn ich mal was brauche, kriege ich vielleicht was von der Nachbarfamilie. Vom Staat kriege ich mal sicher nichts. Deswegen gibt es hier keine Denunzierung, weil wenn da die Familie nicht hilft, hilft da vielleicht eben der Nachbar, die Gemeinde, Freunde oder sonst irgendwer. Und daher ist dieses Phänomen weitgehend noch nicht vorhanden. Natürlich wird sich das einmal ändern. So,
Und jetzt kommen wir zu dem, warum wird man nicht integriert? Nachdem du jetzt verstehst, die unterschiedlichen Kulturen von Deutschland. Warum kommt der Deutsche hierher? Das Überleben ist okay in Deutschland, aber der Staat gibt ihnen nicht die Triebbefriedigung der Fortpflanzung. Und das kann er sich hier in Thailand kaufen. Und in Deutschland sind die halt so, die pavlovschen Hunde so abtrainiert, dass die zu dumm sind, mittlerweile eine Frau anzusprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so richtig ist, aber irgendwie, ich glaube, das Verhältnis würde ja passen, dass für jeden Topferdeckel da wäre. Aber ich glaube, viele Frauen haben da keine Lust auf die Männer, so wie die ja, sich selber kastriert haben oder kastriert werden eigentlich von Schule auf. Ist ja nicht erlaubt, nicht nur nicht erlaubt, es ist ja nicht nur nicht erlaubt, mehr sein Gehirn zu benutzen, sondern es ist ja nicht mehr erlaubt, Frau zu sein und es ist ja nicht mehr erlaubt, Mann zu sein in Europa. Und das ist halt hier noch weitgehend vorhanden. Und deswegen kommen dann viele, um eben hier der Triebbefriedigung, um sich hier die Triebbefriedigung der Fortpflanzung zu kaufen. Wobei es halt nicht um die weil wir haben ja die Großhirnrinde, können wir überlegen, aha, Verhütung und so weiter, aber der Trieb ist ja trotzdem da in uns und wir machen nur keine Kinder mehr, weil wir halt logisch wissen, okay, ist besser, aber darum geht es, dass dieser Trieb befriedigt wird. Deswegen kommen die hierher. Für viele Thailänderinnen, die speziell hier in Pattaya arbeiten, die kommen nicht hierher zum Arbeiten, die sagen, dass die einen Mann suchen, aber eigentlich suchen die einen, der ihnen das Überleben sichert, das Überleben in der Familie, weil es sau schwer ist. Das ist nicht einfach in Thailand hier. Verstehst du, da ist die Schwester krank, die hat Krebs, die müsste operiert werden, dringend. Das war ja bei meinem Bruder das Gleiche. Der Staat sagt zwar, auch wenn du es nicht bezahlen kannst, wird er operiert, aber wenn du nicht unterm Tisch im Backschisch rüberschiebst, und das nicht weniger, also bist jetzt nicht mit ein paar hundert Euro dabei, sondern musst richtig in die Tasche greifen, dann sagt der Arzt, ja, Operation in 4 Monaten, ne? Du hast einen Herzinfarkt, ah, in 4 Monaten können wir dich behandeln, jetzt dann haben wir keine Zeit. Du hast gerade einen Schlaganfall, na, ist ein Q, ne? Ist ein Q, ne? Beim Schlaganfall. Verstehst du, was ich meine? So, und daher ist das Leben ist hier hart. Wahrscheinlich fürs Überleben härter als in Europa. Dafür haben die weniger Probleme mit der Fortpflanzung. Und jetzt sucht die hier in Pattaya eigentlich jemand, der das Überleben sozusagen sichert. Die Altersversorgung für die Familie sichert, für ihre Familie. Die kommt nicht wirklich hierher, um sich als Frau zu verwirklichen, sondern die ist als Teil der Gruppe, Familie sozusagen auf Jagd geschickt, einen Ehemann zu erlegen sozusagen. Das ändert sich auch bei manchen, weil manche werden ja integriert, weil die sich auch verstehen. Aber das Problem von den meisten Deutschen ist halt, dass die Kultur hier in Thailand nicht verstehen. Die können das emotional eben nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn du hilflos bist eigentlich bei Krankheit oder so, dass da die Leute einfach dann sterben. Selbst das Begräbnis kostet ja auch Kohle und so weiter und so fort. Und also nicht nur das nicht behandeln, okay, jetzt stirbt er, aber dann das Begräbnis kostet eigentlich wieder einen Haufen Geld. Und das können, das wissen die Leute, die Deutschen, die meisten, aber sie können es emotional nicht wirklich nachvollziehen, wie das ist. Und daher werden die nicht integriert. Warum? Wie kann denn Liebe überhaupt nur funktionieren? Ich muss einmal schauen, wie lange ich... Ich hatte es jetzt ausgeschaltet, das Video ist wieder meines Erwartens jetzt doch lange geworden. Ich dachte, es wird eher nur ein 10-Minuten-Video werden. Jetzt bin ich stehen geblieben. Achso, wegen Liebe. Genau, jetzt sind wir am richtigen Thema der Liebe und des Integriertseins. Liebe kann doch nur funktionieren, wenn du das Gefühl hast, du wirst verstanden. Wenn du das Gefühl hast, jemand versteht dich nicht, dann, und der andere auch das Gefühl hat oder es merkt, dann ist es irrsinnig schwer, sich zu lieben. Wie soll man sich denn lieben, wenn man sich noch nicht einmal kennt? Du kannst ja nur etwas lieben, was du kennst. Was du nicht kennst, kannst du ja gar nicht lieben. Wenn, dann liebst du eben eine Fiktion nur, aber nicht den wirklichen Menschen. Und die Thailänder sind sehr sensibel. Die merken das, dass sehr viele Ausländer, dass die den nicht lieben, sondern dass die eigentlich nur ihrer Triebbefriedigung frönen, der Fortpflanzung. Und die Frau ist ja auch gekommen,
auf Jagd sozusagen und nicht um die wirkliche Liebe zu finden, weil die kennen die Kultur nicht. Die kann ja nicht sagen, ja, hey, ich komme für die Liebe meines Lebens nach Pattaya zum Arbeiten. Nein, die kommt hier, weil die Geld eigentlich rausholen will aus den Männern, die eben hierher kommen. Und das ist halt das Business. Und irgendwie kommen die Leute halt hier doch zusammen, weil viele Ausländer halt merken, weil die ja noch ein Familienleben haben, das imponiert den vielen Deutschen, dann merken die auch, Junge, hey, da fehlt ja was bei uns, da gibt es noch Familie, da gibt es noch einen Zusammenhalt in der Familie, der legt der eine irgendwie Wert auf den anderen und da ist irgendwie ein Band zwischen denen und das ist irgendwie cool, das ist ja bei uns abtrainiert, die Leute eben wie Massenmenschenhaltung, hier eine Zelle, da eine Zelle, die Leute leben in ihren Zellen und das war's dann. Und hier am Land, also die Mädels, die nach Pattaya kommen, die leben ja im Isan, die leben ja noch am Land, die kommen nicht die aus Bangkok, sondern die aus dem Isan. Und deswegen funktioniert die Liebe nicht. Und deswegen werden die nie integriert, weil die komplette Familie merkt, auch wenn der im Isan lebt, dass dieser Mann aus Deutschland oder Österreich, Schweiz, wo immer, überhaupt kein Verständnis für deren Familie hat. Der versteht es emotional nicht. Wenn die kommt und sagt, hey, wir brauchen Kohle, meine Schwester ist krank, kostet 300.000 Baht, 10.000 Euro, da sagt der Falang, ja, bist du irre. Die Thailänder machen das aber, wenn die Kohle haben. Da wird die Kohle aufgestellt, für die Behandlung von der Schwester daneben. Ich kann jetzt nicht in Detail sagen, wie das immer funktioniert, aber die machen das tatsächlich, also ich habe ja unter den Isan-Indianern lang genug gelebt. Die machen die zum Teil eben nicht, zum Teil sind die wieder super krass in manchen Sachen, aber in vielen Sachen ist das wirklich so, dass die da, wo du da denkst, das gibt es eigentlich jetzt so gesehen gar nicht. Auf der anderen Seite verkaufen die aber das Auto nicht, um die Schwester zu helfen. Deswegen sage ich, das sind so Sachen, die ich auch noch nicht ganz verstehen kann. Aber bei den meisten wirklich so, dass du merkst ihnen, und jetzt kommt es gar nicht um das, dass der 10.000 Euro ausgibt. Es geht sehr oft um die Kleinigkeiten und das fehlt denen in der Kultur. Wie ich ja schon gesagt habe, eines in der Thai-Kultur ist ja, der mehr Kohle hat, bezahlt. Und wenn du einen Thailänder, der mehr Kohle hat, einer, der weniger Kohle hat, bezahlt, dann fühlt er sich beleidigt. Da sagt er, Alter, ich bin der mit mehr Geld, ich bin der Chef. Das ist mein Recht, die Rechnung zu bezahlen. Das ist nicht der sieht das als sein Recht an. Ich habe das Recht, die Rechnung zu bezahlen. Während der Deutsche sich denkt, ey, Geiz ist geil. Ne? Wenn ich nicht bezahlen muss, ist super. Wenn ich mich durchnassauern kann, ist super. Und das merkt die Familie. Und deswegen wird der in der Familie nie integriert, wirklich, weil eben diese Kulturunterschiede von, und die sind sehr massiv. Und die wenigsten schaffen das, da rauszukommen. Und es gibt ein paar, die wirklich integriert sind im Isan, aber ganz wenige. Und meistens sind es die schon gar nicht, die sagen, sie sind integriert. Sehr oft. Also, ich hoffe, das Video gibt da einen Aufschluss für einen Pattaya-Urlaub, wie das hier ist, wie die Frauen hier sind, warum die hier sind, dass da ein kompletter anderer Hintergrund ist, als das ein Europäer, der jetzt dann verstehst du, wie die vom Treib geschickt werden. Es gibt natürlich andere Gründe, aber das ist zum Beispiel eine Modellvorstellung davon. Ansonsten, ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich wollte das wieder machen, einfach so, weil es mir eingefallen ist oder aufgrund verschiedener Dinge, die ich jetzt hier mitbekommen habe, einmal dachte ich mir, das Video ist vielleicht wertvoll für einige, um denen ein paar Einblicke zu geben. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und sage Servus, alles Gute oder über einen Daumen nach oben würde mich auch freuen. Wie immer, Servus, bis zum nächsten Mal.